Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Food Diary von mir. Ja, es ist fast 12 und es ist Sonntag. Genau, gestern wollte ich eigentlich schon filmen, aber da habe ich das Video mit meiner Mama gedreht und da habe ich die Reste gegessen und da dachte ich mir, nee, da brauche ich nicht filmen. Und ja, was ich zum Frühstück esse, seht ihr ja. Und ich habe mir noch ein Ei dazu gemacht. Genau, das werde ich auch noch nebenher essen und werde ich jetzt auf jeden Fall genießen und euch wünsche ich viel Spaß mit diesem Food Diary. Endlich essen. So, also ich weiß ja nicht, ich bin sonntags immer irgendwie, weiß nicht, da kriege ich immer so einen Aufräum-Flash, Saubermach-Flash oder so. Also ich habe heute schon gesaugt, abgestaubt und die Küche sauber gemacht. Genau, und dann habe ich auch noch angefangen, das Video mit meiner Mama zu schneiden. Und ich habe heute meine einzelnen Aufgaben für die SGD weggeschickt, und zwar solche Fallbeispiele. Ja, bin ich mega stolz. Also ich war richtig, richtig produktiv. Das freut mich. Aber ich glaube, das hat auch einiges die Sonne ausgemacht, denn es ist heute wunderschönes Wetter. Und jetzt habe ich natürlich mega Hunger und werde jetzt diesen Salat genießen. Und ich habe dann noch, Moment, vor längerer Zeit diese Zimtschnecken gekauft und die habe ich heute gemacht und ich habe schon probiert, die schmecken ultra lecker. Jetzt freue ich mich drauf, da werde ich nachher auf jeden Fall noch eine genießen. Zwei Stück wandern zu meinen Eltern und die anderen nehme ich morgen mit auf die Arbeit. Aber jetzt wird erstmal was Gesundes gegessen, ein paar Vitamine, ein paar Mineralstoffe. Also von dem her, dann darf man sich auch mal eine Zimtschnecke gönnen. Und jetzt werde ich aber diesen leckeren Salat essen. Ja, ich werde mir jetzt noch diese Zimtschnecke genehmigen und wahrscheinlich noch eine zweite, weil so viel habe ich heute noch nicht gegessen, also zumindest an das, was ich mich erinnern kann. Und genau, eine wandert dann auf jeden Fall morgen auch noch in meine Fashbo-Box und den Rest werde ich verteilen. Und genau, werde jetzt auf jeden Fall den Abend genießen. Probiert habe ich ja schon, sie sind ultra lecker. Und ja, genau, jetzt werde ich den Abend genießen, nochmal. Und Zimtschnecke Nummer 2. Und somit einen guten Morgen um 5.04 Uhr. Oh Mann, montags aufzustehen ist echt immer ein bisschen schwer, aber naja, was muss, das muss. Zum Frühstück nehme ich auf jeden Fall mit auf die Arbeit, Quark mit Chiasamen und Mandelmus, so wie eigentlich immer. Und Topping und dieses Mal mit frischen Beeren. Ich bin echt gespannt, wie die schmecken. Ich habe noch keine probiert. Und eine Banane um 12. Und dann habe ich zwei Zimtschnecken mitgenommen, und zwar eine für meinen Kollegen und eine für mich, genau. Das werde ich auf jeden Fall auf der Arbeit genießen und dann sehen wir uns heute Mittag wieder. Ich bin wieder zu Hause. Den Montag habe ich schon mal geschafft. Er war ein bisschen stressig, weil mein Chef nicht da war, aber es war okay. Es war eigentlich nur so der Vormittag ein bisschen stressig, aber dann ging es relativ und ich freue mich, dass ich jetzt zu Hause bin und ich habe jetzt mega, mega Lust auf Maultaschensuppe. Einfach ganz easy Maultaschensuppe. Genau, da werde ich mir jetzt drei rausnehmen und dann werde ich mir die warm machen und ich zeige sie euch dann. Ich genieße jetzt hier die Sonne, werde hier meine leckere, schnelle Maultaschensuppe essen und später muss ich noch zum Arzt wegen meinen Kopfschmerzen. Da steht heute der erste Arzttermin an, allerdings nur mal bei meinem Hausarzt. Ich möchte mal wissen, was er sagt und schlage ihm ein paar Sachen vor, die ich vielleicht überprüfen möchte und dann schauen wir einfach mal weiter. Aber jetzt genieße ich erstmal meine Maultaschensuppe, aber die ist heiß, glaube ich. Sehr heiß.
Was sagt ihr zu diesem Snack? Also einen besseren Abendsnack gibt es doch gar nicht. Apfel mit Mandelmus, Bärchen und Zimt. Freue ich mich jetzt mega drauf. Ja, beim Arzt ist rausgekommen, dass es anscheinend Spannungskopfschmerzen sind und habe jetzt, Massagen heißt das jetzt nicht mehr, das sind jetzt Physioeinheiten verschrieben bekommen. Und zwar 2x6 Stück. Da werde ich morgen gleich mal bei einem anrufen und dann werde ich mich mal durchkneten lassen und hoffe, dass das auf jeden Fall was hilft, weil so kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Das macht mich wirklich einfach nur fertig, wenn man 2-3 Mal in der Woche Kopfschmerzen hat und ja, absolute Katastrophe. Und ja, ich sollte vielleicht ein bisschen mehr spazieren gehen, aber das weiß ich. Schande über mein Haupt. Allerdings werde ich jetzt einen Snack genießen. Ich freue mich. So, und der nächste Morgen. Ja, ich wollte mal wieder ein kleines Update geben, was das Wiegen betrifft. Also, ich habe ja von Januar bis zum ersten Wiege-Update 1,5 Kilo verloren, aber das war ja hauptsächlich Wasser. Ich habe wieder 500 Gramm zugenommen. Und jetzt momentan, es funktioniert einfach gar nichts. Egal was ich mache ab und zu immer ein bisschen Sport. Ich achte definitiv auf meine Ernährung. Ich gönne mir zwar mal was, aber ich achte auf jeden Fall unter der Woche achte ich auf jeden Fall sehr, sehr stark darauf. Aber es tut sich einfach nichts. Es tut sich einfach nichts. Und ich kenne das, wie frustrierend sowas ist. Und man würde am liebsten aufgeben und sagen, hat doch eh keinen Wert, dann lasse ich's. Nein, das machen wir nicht. Wir geben nicht auf. Ich habe es schon mal geschafft, oder du hast es vielleicht schon mal geschafft, dann schaffen wir es auf jeden Fall wieder. Auch wenn es jetzt ja, so ein Plateau gerade ist, das mich einfach gerade nicht in Ruhe lässt und mir schlechte Laune verbreitet. Aber ja, wir dürfen einfach nicht aufgeben. Das ist jetzt genau die falsche Option. Denn irgendwann werden wir auf jeden Fall belohnt. Das ist sicher. Das wollte ich jetzt einfach mal so sagen, dass es nicht nur euch da draußen so geht oder dir, sondern auch mir. Es funktioniert gerade einfach nicht. Aber wie gesagt, ich achte weiterhin auf meine Ernährung und irgendwann tut sich dann auf jeden Fall was. Ich wiege mich ja immer am Freitagvormittag, weil oft am Wochenende bin ich beim Essen oder so und dann sammelt sich Wasser durch die Kohlenhydrate und das ganze Zeug und deswegen wiege ich mich auf jeden Fall nicht sonntags oder nicht samstags. Deswegen ist Freitagvormittag immer mein Wiegetag. Und man sollte sich aber auch nicht so direkt krass auf diese Zahl versteifen. Also das ist jetzt auch nicht so das Beste. Man sollte eher so ein bisschen auf die Maße achten. Allerdings sehe ich es selber, dass sich da momentan auch nichts tut. Also es ist gerade echt schwer. Einfach nicht aufgeben. Nicht aufgeben, weitermachen und irgendwann erreichen wir dann auch das Ziel. Und wenn es ein bisschen länger dauert, dann ist es einfach so. Einfach nicht aufgeben. So, das war jetzt mein Wiege-Update. Und zum Frühstück nehme ich heute wieder mit Joghurt mit Mandelmus. Mein Chia-Samen ist irgendwie aus. Und da ist dann noch Müsli dabei, eine Banane, einen Apfel. Oh, ich kann nicht reden, Leute. Ja, das esse ich dann um 12, den Joghurt um 9. Dann werde ich jetzt mal Kaffee leer trinken und mich für die Arbeit fertig machen. Hier scheint wunderschön die Sonne. Ich setze mich jetzt mal so hin. Ja, genau. Ich werde jetzt diese leckere Salatbowl essen mit diesem Camembert. Ich liebe ja Salatbowl mit Camembert oder mit Kartoffelpuffer. Ist einfach lecker und freue ich mich jetzt drauf. Und ja, jetzt muss ich doch noch irgendwas dazu sagen. Ich wollte nämlich zuerst nichts sagen, aber das, was gerade in der Welt passiert, das ist einfach nur unglaublich, ich kann es wirklich immer noch nicht fassen und ich wollte eigentlich wirklich so normal wie möglich hier weitermachen, aber es funktioniert einfach nicht, es bedrückt mich und musste das jetzt einfach mal loswerden. Ich finde das einfach so schlimm und
wenn ihr helfen könnt, dann helft. Und damit habt ihr auf jeden Fall schon mal viel getan. Und ich werde jetzt trotzdem hier meine leckere Salatbowl essen. Aber ja, es ist alles nicht so einfach momentan. Wir müssen jetzt trotzdem einfach so normal wie möglich weitermachen. Auch wenn wir jeden Tag diese Nachrichten hören. Aber es tut uns selber nicht gut, wenn wir uns da reinsteigern. Und ja, das wollte ich jetzt einfach mal sagen. Denn, wie gesagt, ich wollte ja eigentlich normal weitermachen und nichts dazu sagen. Aber ja, mich bedrückt es selber. Und ja, und ganz ehrlich, ich habe schon auch ein bisschen Angst, wirklich. Aber es muss weitergehen. Und deswegen, ja. Heute gibt es übrigens ein Honig-Senf-Dressing dazu. Ja, nicht mein obligatorisches nur Senf-Dressing, sondern mit Honig dieses Mal, genau. Aber ich glaube, ich mag mein Standard-Dressing. Mag ich irgendwie lieber. So, da ist sie wieder, frisch geduscht, mit ihrem leckeren Snack auf dem Sofa. Ich habe jetzt seit längerem mal wieder 20 Minuten Hula Hoop gemacht. Ich sag's euch, es war sehr anstrengend. Mein Hula-Hoop-Video, das ging ja jetzt in den letzten Wochen total durch die Decke. Warum? Keine Ahnung. Ich finde ja, das Video ist jetzt nicht so mega gut. Aber anscheinend finden es viele gut. Auf jeden Fall sehr witzig. War aber anstrengend. Ich werde jetzt hier meinen Snack genießen und den Abend voll schön verbringen, genau. Ich finde jetzt dieses Food Diary für ausreichend und wenn ihr keine Food Diaries von mir verpassen wollt, dann unbedingt hier den Kanal abonnieren. Hier ist noch mein letztes Food Diary zum Anschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!